Das ist unser Bordo 6000 KA mit einer intelligenten Alarmanlage. Die Bedienung des Schlosses ist sehr einfach. Ich kann hier mein Fahrrad an einen Gegenstand ranschließen. Ich habe das Schloss hier mit 90 cm Länge. Gibt es auch in 120 cm Länge. Da sind zwei Stäbe mehr integriert. Von der Funktion her sieht man hier, glaube ich, ganz gut, dass es hier zwei so Schließrasterungen gibt. Die erste Rasterung, wenn ich das da reinstecke, das nennen wir die Transportposition, denn jetzt ist die Alarmanlage nicht eingeschaltet und das Schloss lässt sich hier zusammenfalten und bequem in einen Halter hängen. Wenn ich jetzt die Alarmanlage aber einschalten möchte, muss ich natürlich den Stab in die zweite Rasterung stecken oder ich schiebe es einfach ganz rein. So. Jetzt ist ein Lagesensor in dem Schloss, der sich jetzt kalibriert, der sich die Lage merkt. Und nach ca. 5 Sekunden gibt er Bescheid, okay, die Lage ist programmiert. Und jede Lageveränderung bringt die Alarmanlage zum Einsatz. Also wie folgt. Ich berühre das Fahrrad oder das Schloss und setze einen Voralarm in Gang. Ca. 5 Warntöne, das nennen wir Voralarm. Wenn ich aber das Schloss jetzt über den Voralarm hinaus bewege, dann setze ich den Hauptalarm in Gang. Dieser Hauptalarm ist natürlich lauter und schriller. Und solange das Schloss bewegt wird, solange ist auch der Hauptalarm aktiv. Wenn das Schloss in Ruhe gelassen wird, dann nach ca. 20 Sekunden ist der Hauptalarm wieder ruhig. Deswegen sprechen wir von einer intelligenten Alarmanlage mit Voralarm und Hauptalarm. Das Schloss wird mit einem Halter geliefert, der entweder mit einer Gewindeschraube am Trinkflaschenhalter befestigt werden kann oder mit Hilfe des Metallbandes sehr flexibel auf die Rahmendurchmesser eingehen kann, auch auf die Rahmenformen eingehen kann. Und ansonsten wird das Schloss hier dann ganz einfach in den Halter gepackt. Das Schloss ist mit dem Sicherheitslevel 10 von 15 ausgerüstet und ist made in Germany.